Jetzt sind wir kurz davor, mit der berühmten Nadine Wallner am Arlberg eine erste Ronin-Fahrt zu machen. Wir sind, bevor jetzt die Sonne wirklich aufgeht, losgegangen. Die Nadine ist schon auf dem Weg zu ihren Lines. Der Junge und ich gehen in Position und schauen wir, dass wir eine gute Aufnahme da machen. Die Nadine hat jetzt schon zwei Lines gemacht, schon zwei Lines runtergefahren. Schauen wir mal, wie viel wir noch da machen. Wir werden so lange shooten, wahrscheinlich entweder bis die Kraft aus ist oder bis die Sonne weg ist. Oder der Akku leer ist oder der Speicher. Wir haben so ziemlich jeden zusammengetrommelt und ja, jetzt ist vom Bruder bis Oma, Opa, alle da. Und jetzt machen wir da mit der Jana einen Reenactment. Wir müssen da unsere Skifahrer einen Bergkopf bringen, weil es Lüfte gar nicht zu machen. Wie gefällt dir das so, Jana? Und dann holst du auf. Ja, genau, wenn du schon auf die Wadeln durchschütteln. Und geht schon los. Und nach. Du bist, dass uns der Schneefall ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Müssen wir jetzt schauen, dass die Schneeverhältnisse vor den Dingen im Haus ein bisschen besser sein. Aber das ist schon Business. Ohne Salz, oder? Ja. Das Dorf ist freigeschaufelt, aber die Straße nicht mehr. Ja, jetzt fahren wir mal, schauen wir mal, ob wir quer über die Dorfstraßen kommen, ob wir das hinkriegen. Dann machen wir ein bisschen Schnee rein, die Exekutive sperrt uns die Straßen und dann werden wir da schon ein bisschen Show hinkriegen. Was ist denn? Das war schon ziemlich geil. Der Drone Ninja und ich haben heute ganz früh aufgestanden. Da haben wir jetzt einen Revealing Shot gemacht. Da sind wir über die vier verschneiten Schottenbäume drüber geflogen. Das ist unser Timelapse-Fuchs. Die steht da jetzt zwei Jahre hier oben und dokumentiert die Jahreszeiten. Wir haben heute so einen eigenen Vogel. Für mich wäre es schon cool, wenn wir nicht am Brot oben sind, sondern am Hüpfel oben sind. Mhm. Weil ich glaube, dass wir im Schatten sind. Weißt? Wir haben jetzt den Stefan und die Nadine beim Vortrag verlassen, da das Zelt aufgestellt. Es ist schweinekalt, die Batterie streikt gerade ein bisschen, aber das werden wir schon regeln. Der Joima steht da hinten mit einem riesen Backel daher. Circa 7.30 Uhr in der Früh. Hinter mir sieht man das Albonasca. Der Stefan und die Nadine sind auf dem Weg zum Gipfel.
Helikopter macht seine Runden rundherum, findet sie beim Aufstieg. Schauen wir, wie es heute mit der Leine ausschaut.